Zu Gast im ZKM die Ausstellung Schnittstelle Schreibtisch oder wieder ein Denken in Schubladen. Fast alle nutzen ihn, fast keiner aber kennt ihn und seine Geschichte. Berühmte Schriftstellerinnen hätten ohne ihn ihre Jahrhundertwerke nicht verfassen können. Großen Philosophen diente er als Exemplum ihrer Erkenntnistheorie. Weltumspannende Konzerne optimieren ihn als durchschlagendes Mittel der Effizienzsteigerung. Und unsere Kinder beginnen an ihm zu lernen, wie man das eigene Leben strukturiert. Dennoch bleibt im alltäglichen Umgang mit ihm nahezu unbeachtet, wie mächtig er ist, wie stark er uns prägt und wie sehr er uns stützt.